Meine Lieben, ich wollte euch in diesem Video mal ein kurzes Update geben, was sich so bei Bremerhaven tut und wie jetzt die nächsten Tage sich alles entwickeln wird in Bezug auf die neuen Frequenzen und was sich bei mir allgemein in den letzten Monaten abgespielt hat. Ja. Wie du vielleicht weißt, arbeite ich sehr stark an vielen neuen Frequenzen, vor allem an neuen Technologien, und ich habe hier was richtig Krasses gemacht. Und zwar gestern bis 3:40 Uhr habe ich daran gearbeitet. Ich zeige dir mal, was das genau ist hier. Und zwar, ich switche mal die Kamera rüber. Das ist das 360-Grad-Mikrofon. Das simuliert sozusagen deine Ohren links, rechts. Und ich habe hier eine Vorrichtung angebaut. Ja, das sieht man hier. Und da habe ich jetzt die jeweiligen Chakra-Klangschalen genommen. Ja, und die habe ich dann die jeweilige Position gehängt. Das bedeutet, hier oben wird dann später das, wenn der neue Morning Night Meditation, wenn die dran ist, dann wird hier an der Position, wo auch das Kronenchakra ist, das Kronenchakra dreimal angeschlagen und so weiter. Und dann die jeweiligen anderen Chakren werden an der jeweiligen Position auch angeschlagen. So, das ist mal das Erste. Das heißt, die neue Morning Night Meditation, die hat richtig, richtig viele Features. Ich werde auch gleich dazu kommen. Was hat sich noch getan? Und zwar ab der G13, also ab der letzten Frequenz, werde ich statt den 16-Bit, die wird es nicht mehr geben in Zukunft, sondern nur noch 24-Bit. Warum? Ich möchte die einfach mehr bieten zum selben Preis. Ja? Bedeutet in Zukunft, weil es gibt nämlich sehr viele Player, die 24-Bit abspielen und die richtig gut sind und auch relativ günstig. Ja, und für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte doch ein bisschen mehr, aber ich möchte nicht so viel ausgeben, dann kann man eben die 24-Bit holen statt 16, und weil die Player, die kosten fast nichts. Und es gibt auch sehr viele Smartphones, die 24-Bit abspielen können. Ja. Das heißt, da kriegst du von mir in Zukunft dann ab alle neuen MDR-Updates dann immer statt 16-Bit 24. Ja, und ja, die bestehende Solfeggio-Frequenz werde ich auch bald updaten, ja, und auch die Audio-Strobe- und Spektroscope-Spuren auch hinzufügen, weil das mit der vorigen Technologie noch nicht ganz so geklappt hat. Bei der Morning Night ist das schon dabei, es funktioniert auch, ja, bei der neuen. Die jetzt statt, die hätte ja am Freitag am 8. kommen sollen, das wird sich nicht ausgehen leider. Ich werde jetzt den Termin vorerst verschieben auf den Sonntag, auf den 10. Da wird sie rauskommen, weil das ist eines der Frequenzen, wo ich jetzt schon ungefähr 2 Monate lang arbeite dran, weil die komplett, aber komplett neu gemacht wurde. Ich komme auch gleich dazu. Also, was wurde bei der neu gemacht? Und zwar, wie gesagt, hier das mit den Chakren habe ich zugefügt natürlich. So, und jetzt gehen wir einfach mal rüber zum anderen Arbeitsplatz, wo ich dir mal ein paar Sachen zeige in Bezug auf die neue Morning Night Meditation. Ja? Ich switch mal kurz den Bildschirm, dann zeige ich dir mal hier ein paar Sachen, was ich hier jetzt verändert habe. Also, du kannst dir das so vorstellen, das hier sind jetzt die Spuren. Eine normale Datei hat zum Beispiel das hier, das ist Stereo, ne? Da siehst du halt die linke Spur und die rechte Spur. Und die Klangschalen sind ja mit 360 Grad aufgenommen. Das bedeutet, wir haben hier viel mehr Spuren. Ich mache es mal ein bisschen größer. Also, wir haben hier viel mehr Spuren. Ein X, Y, Z und so weiter. Das ist das Ganze, das macht das Ganze dann 360 Grad mäßig interessant. Ja? Das heißt, wir haben hier dann eine Phase in der Meditation, wo wir die ganzen Chakren durchgehen, und in den Chakren kommen jetzt natürlich auch Farben drin, dass man Farben visualisiert, und das Ganze dauert auch länger als bei der vorigen Version, und dadurch passiert das Folgendes: Es wird auf der einen Seite werden die ganzen Chakren dreimal, also die ganzen Klangschalen mit den jeweiligen Frequenz der Klangschale dreimal angeschlagen, genau wenn hier diese Textspur kommt, und gleichzeitig kommen dann hier das Kronenchakra, die jeweiligen Frequenzen, die es dazu gibt, werden dann hier auch angeschlagen. Und natürlich später im Laufe der Meditation kommt das natürlich noch ein paar Mal vor, weil wir hier eine Phase haben, wo das Herz sich öffnen soll, und hier soll Freude aufgebaut werden und so weiter. Hier soll man in den Awakening, das Codewort Awakening von G13 wird hier drin sein, und dann wird hier natürlich dann dieses Kronenchakra aufgebaut und so weiter, und hier natürlich die jeweiligen Frequenzen auch. Ja. Gut, was tut sich hier sonst noch so? Das ist nur so ein grobes Übersichtsvideo. Ich habe hier eigentlich die komplette Frequenz komplett neu gemacht. Das ist jetzt so die kleine Ansicht davon. Ich kann das Ganze aufmachen. Also, wir haben hier diese erste Phase, wo halt 3D mit Musik kommt, mit der Einführung. Dann hier ein paar interessante Sachen. Da gibt es eben ein eigenes Video, wo ich das erkläre. Und dann kommt hier ein 360-Grad-Sturm und so weiter für die Auflösung. Und dann kommt hier eben die ganzen Chakren-Sachen. Und dann geht es hier dann in den nächsten Ebenen weiter.
und so weiter und so fort. Ja? Wenn ich das jetzt ganz aufmache, dann siehst du hier die ganzen Animationen, wie ich die ganzen Animationen gemacht habe, die XYZ-Achsen und so weiter, auch hier, wie sich das Ganze dann entwickelt und wie viel Arbeit das eigentlich ist, ja, hier alles zu animieren. Und man hat hier nicht so eine schöne Übersicht. Das heißt, ich muss das wirklich alles hier manuell machen. Und da sitze ich ewig, ewig, ewig dran. Das ist die XYZ-Achse, das ist die Lautstärke und so weiter. Das ist schon richtig komplex geworden, die ganze Sache. Ja, so sieht's aus. Das ist so mal so das Grobe. Dass du einfach weißt, woran ich gerade arbeite, weil viele schreiben mir, Marco, was tut sich bei dir gerade, wann kommt jetzt die Morning Night und wie sieht es da aus? Warum habe ich jetzt die Morning Night gemacht in MDR? Weil die sehr oft verkauft wurde und weil sehr viele das haben und weil es eine massive Unterstützung eben ist, seine Schwingung zu erhöhen. Ja? Und was ich vor allem bei der Morning Night jetzt neu gemacht habe, ist, dass es da dass ich die Codewörter vom Gate-Programm eingebaut habe, dass diejenigen, die mit dem Gate-Programm arbeiten, werden da jeden Tag, wenn sie die Morning Night hören, die ganzen Codewörter durchgehen und trainieren. Da muss man das Gate-Programm nicht immer wieder, wenn man es mal eine Zeit lang nicht gehört hat, neu verankern, sondern man kann dann mit der Morning Night einfach jeden Tag in die Codewörter einsteigen. Das ist natürlich eine super coole Sache, vor allem auch in Kombination mit Gate 13, ja, um die Schwingung halt zu erhöhen, wenn du das Video gesehen hast, ja. Und für diejenigen, die das Gate-Programm nicht haben, es ist nicht tragisch. Die Codewörter wirken genauso, vielleicht nicht ganz so stark, wie wenn man das Gate-Programm nutzt, aber sie wirken genauso, auch wenn man sie nicht kennt. Ja. Das ist mal dazu. Ja. Dann bin ich auch noch gerade dran, die 417 Hertz Solfeggio-Frequenz zu produzieren. Die wird auch hoffentlich sehr bald kommen, vielleicht sogar nächste Woche mal schauen, wie sich das entwickelt von der Timeline. Also wie gesagt, am 8. kommt jetzt nicht die Morning Night, sondern vermutlich voraussichtlich jetzt am 10. am Sonntag. Ich werde auf jeden Fall noch eine Mail wegschicken, wenn es soweit ist. Ja, das ist mal so ein kleines Zwischenstatus-Update, dass du einfach weißt, was bei mir so gerade abgeht, was ich gerade tut. Ich arbeite jeden Tag von ungefähr 6 Uhr bis im Schnitt so Mitternacht. Und manchmal sogar bis 3, 4 in der Früh. Und dann stehe ich auch oft um 6 bis 8 auf. Und dann bin ich 24/7 schon seit Wochen hier im Büro und arbeite durchgehend. Ja. Und das, was du vorhin gesehen hast mit den ganzen Frequenzen und mit den ganzen Klangschalen und so, das ist ein bisschen außergewöhnlich, ja, weil normalerweise würde man sich nicht die ganzen Mühe machen und so weiter. Aber ich will einfach die maximale Qualität und den höchsten Anspruch haben. Und da nehme ich mir viel Zeit dafür und ich mache das professionell und so gut wie ich kann und versuche das ja immer wieder zu optimieren. Das ist auch der Grund, warum ich ja auch das MDR entwickelt habe und gleichzeitig auch daran einen großen Wert lege, es immer besser zu machen, um euch einfach auch mehr zu bieten. Das nächste Video wird am Sonntag kommen und zusätzlich möchte ich noch was verkünden und zwar, ich werde die neue Morning Night, eine kurze Version davon, wo nur die Chakren vorkommen, inklusive ein paar Kleinigkeiten, die Schwingung erhöhen, so eine Blitzmeditation machen, wo es vor allem um die Chakren geht. Diese werde ich auf Meditation Guru am Sonntag veröffentlichen. Das heißt, am Sonntag kannst du dann auf Meditation Guru sozusagen, dann kriegst du eine kostenlose Meditation. Da gibt es einen eigenen YouTube-Kanal dafür, wo ich die ganzen kostenlosen Meditationen hochlade. Unter diesem Video findest du den Link für die Meditation Guru, für den Meditation Guru YouTube-Kanal. Ja. Also, ich wünsche dir alles Gute und bis Sonntag dann. Ciao, Baba.